So Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Portal 2. Ich bin Theoridon und jetzt zocken wir weiter. Allein, dass du hier stehst und mir zuhörst, beweist, dass du ein unschätzbarer Gewinn für die Wissenschaft bist. Als Gründer und Leiter von Aperture Science bedanke ich mich für euer Engagement und hoffe, dass ihr uns auch bei den nächsten Experimenten die Treue haltet. Wir lassen das Zeug erst auf die Menschheit los, wenn es ganz ausgereift ist. Halte dich also in Topform, dann steht eine unserer Limousinen immer für dich bereit. Sag tschüss, Carolyn. Leb wohl, Carolyn. Sie ist ein Schatz. Ja, die Carolyn. Das ist Cave Johnson wieder hier. Ist ja nicht einfach toll. Oh, guck mal, wir sind 4000 Meter tief anscheinend. Okay. Das ist interessant. Das ist ja wirklich interessant, 4000 Meter. So tief sind wir gefallen, 4 Kilometer. Alter, wie riesig muss die Anlage sein dann. Hier, schaut ihr mal an, hier unten. War mir ja am Anfang übel, oder? Nun gut, Leute, ja, wie gesagt, weiter geht's, ne? Habe ich überhaupt schon gesagt, ne? Und wir müssen da hinten hin. Da steht schon 1971. Sehr schön. Also entwickeln wir uns doch ein bisschen weiter jetzt. Und wir werden auch wahrscheinlich neue Sachen entdecken. So, es scheint ein neues G zu geben. Ein grünes, vor allem wenn es orange ist. Ein orangenes G. Okay, dann wollen wir das mal ausprobieren. Wie kommen wir am dürfsten dahin? Da oben wahrscheinlich. Am dürfsten. Ich sag immer, wie kommt man da am dürfsten hin, weißt du? zack, zack. Ja. Ist doch nichts Schweres bei, denke ich mal. Zack, vor allem die Carolyn, weißt du, die so, zack, tschüss Carolyn, tschüss Carolyn. Oh, guck mal, ich habe mich hier kurz reingebackt, sehr schön. Die Carolyn wird wahrscheinlich auch nochmal eine Rolle spielen, beziehungsweise werden wir auch noch ein paar mehr was von ihr hören. Muss doch klappen, oder nicht? WTF? Ich glaube da nicht so dran, ne. Okay, da oben. Haha. Da wollten sie uns ein bisschen in die Irre führen. Die lieben Aperture Science Mitarbeiter. Aber da habe ich ein bisschen so gedacht, so, nee, du, geht ja mal gar nicht klar. Nämlich, läuft das so ab. Wir machen ja Portal. Fliegen hier durch. Und jetzt kommt der Trick dabei. Zack. No. Ja, genau das Portal, was ich nicht wegnehmen wollte. Okay, Versuch Nummer 3. Aber jetzt klappt's, denn ich erkläre das mal kurz. Wir fliegen erst hier rein, fliegen auf die andere Seite raus, klicken da oben hin, fertig. So. Und zack. Ja, sehr schön. So muss das laufen. Und so ist das 1971, 74, 71, ne? In Aperture aus. So viel schönere Computer schon. Hier, Tonbänder. Die auch wie Tonbänder zumindest, könnte auch was anderes sein. Pump Station Beta, und hier ist übrigens auch noch das Gel aus. Mach mir erstmal an. Okay. Und hier kommt die Pump Station Beta ins Spiel. Und das Gel ist richtig geil. Okay, das dürfen wir jetzt damit anfangen. Sieht aber schön aus, ne? Hier so schön mit dem Holz. Oh, was haben wir denn hier? Ein Control Room. Cool. Okay, denn 71, sag ich doch. Sei gegrüßt, mein Freund. Ich bin Cave Johnson, Leiter von Aperture Science. Du kennst uns vielleicht aus dem 68er Senatsausschuss zu den vermissten Astronauten und hast wahrscheinlich auch schon Produkte benutzt, die von uns erfunden und dann von anderen gestohlen wurden. Black Mesa kann mir echt mal ganz genüsslich. Du fragst dich jetzt vielleicht, Cave, was kommt bei diesen Tests auf mich zu? Der Vertrag war immerhin so dick wie ein Telefonbuch. Droht mir Gefahr? Lass mich mit einer Gegenfrage antworten. Wer will 60 Dollar haben? In bar. Ihr könnt euch auch gerne erst 20 Minuten im Wartezimmer entspannen. Das verdammt nochmal gemütlicher ist, als die Parkbänke, auf denen wir euch eingesammelt haben. Also, willkommen bei Aperture. Ihr seid hier, weil wir messen wollen. Und genau das seid ihr. Ich kann einfach nicht ernst dabei bleiben. Beschmiert auf jeden Fall nicht das Glas da unten. Überhaupt fasst ihr am besten gar nichts an, wenn es nicht zum Test dazugehört. Ja, ja, der Cave Johnson. Alter. Früher haben es Astronauten und so genommen.
Und jetzt nehmen sie Penner. Sagen wir mal so. Obdachlose einfach, ja. Sind ja theoretisch keine Penner, also sind Obdachlose. Du tötest doch gern, könntest du? Au, diesen Vogel für mich töten. Oh, danke. Kusch. Was war das? Der Schwachkopf muss durchgedreht sein. Wenn ihn nicht bald jemand vom Netz trennt, wird das alles hier in ein paar Stunden in die Luft fliegen. Ich kann mich nicht bewegen. Und wenn du dir nicht den Kopf absägen und in meinen alten Körper stopfen willst, brauchst du mich noch. Eine Sackgasse. Wie wär's, du trägst mich zu ihm und bringst mich in meinen Körper zurück. Dafür verhindere ich unseren Tod und lasse dich frei. Keine Tricks. Diese Kartoffel erzeugt 1,1 Volt. Mir fehlt buchstäblich die Energie, dich anzulügen. Auch wenn ich lüge, was hast du schon zu verlieren? Du stirbst so oder so. Ja, komm. Au, du stichst mich. Was soll denn das? Warte. Hast du ein Multimeter? Schon gut. Die Waffe enthält sicher Magnesium. Ich glaube, ich habe jetzt ein halbes Volt mehr. Pass auf, ich versuche mal was. So, jetzt. Oh. Ja, GLaDOS is not amused, sagt man mal so. Hui. Ach so. Und jetzt? Ich würde sagen, machen wir es so, ne? Einfach wieder mit dem alten Prinzip. Wie ist das nochmal? Du weißt schon da, wo man vorwärts fliegt, einfach so, fertig. God damn it, fuck you. Okay. Das ist auf jeden Fall geil, aber Fates gehören natürlich auch dazu und der Aufzug ist schon da. Und wir gehen nach oben und wir haben GLaDOS gefunden. Eine Kartoffel, yay. Oder sollte ich sagen, yay. Ich kann das nicht. Nö. Der Testbereich ist gleich da vorne. Je schneller ihr durchkommt, desto eher kriegt ihr die 60 Dollar. Moment, wer? Carolyn, sind die Gutscheine fertig? Ja, Sir. Ja, Sir, Mr. Johnson. Warum habe ich nur... Wer ist das? Was zur Hölle geht hier? GLaDOS ist brainfucked. Was bringt denn der hier? Sieht wie eine Pumpe aus. Nee. Eine Hebebühne, okay. Das sieht aber wie eine Pumpe aus. Und da haben wir jetzt auch den Einsatz des... des neuen Gates, nennen wir es mal so. Hält das auch an? Ja, okay, tot ist. Ich denke... wir werden gleich sehen, was es kann. Nämlich dies. Hier braucht man nur noch eigentlich... Nee, braucht man nicht. Pass auf, das G kann folgendes. Es ist ein Vortriebs-G. Yay! Richtig geil. So, ein Portal lassen wir da. Am besten oben. Ja, oben kommen wir schlecht... Obwohl, nee, warte mal. Doch, passt. Das Orange, ne? Brauchen wir dafür. So, dann gehen wir zurück. Nehmen uns einmal das blaue Portal raus. Und das orangene nochmal, weil das blaue muss gleich, ja, ist ein bisschen umständlich, Alter. Flitz hier rum wie nix. So, das orangene müssen wir nochmal neu platzieren. Gleich. Aber das ist kein Problem, weil jetzt haben wir es nämlich richtig gesetzt. Zack. So, orange ist oben, blau ist hier. Fallen hier durch und alles ist okay. Blau ist da, orange schon hier hin, zack. Und jetzt fliegt das G da hinten hin. Sehr schön. Platzieren das orange Portal da, nochmal hier oben. Vielleicht müssen wir ja nochmal dahin, ich weiß es nicht. Zack. Nochmal mit schönem Anlauf und dann... Low.
Blauhammer gesagt. Okay. Wow. Flipp nicht aus, liebe. Okay. Habe ich jetzt verpasst das Timing? Dann machen wir Orange schon mal hier hin. Sehr schön, sehr schön. Orange steht da hin. Gehen zurück. Wieder über die Rampe fliegen. Ui. Gucken uns die Wand geöffnet an und oh. Okay. Hm. Fail oder nicht so fail? Na, geht. Ist kein Fail. Hätte ich jetzt. Ich hab nicht hinter mir geguckt. Aber WTF bringt denn das, wenn der so eingerieben ist? Der bewegt sich wirklich ein bisschen, ne? Ja, okay. Der ist ein bisschen auf Eis, sagen wir mal so. Cool. Wusste ich gar nicht, dass es geht. Dachte, das geht nur bei den Eingehe. Zack. So, man sollte sich auch erstmal die Testumgebung ein bisschen genauer anschauen. Bevor man nämlich wie ein Wahnsinniger erstmal wieder zurückläuft, ne? Und Test geschafft, oder was? Ah, geil. Oh mein Gott. Dann gehen wir hier hin. Das ist natürlich auch geil. Donut. Hier. Das ist natürlich. Immer dran denken, nicht das Glas berühren. Da ist wohl der Cave Johnson sich ziemlich sicher. So, pass auf. Jetzt haben wir hier eine schöne Rampe und jetzt geht's los. Wow. Okay. Am Portal hängen geblieben. So, nochmal schön Anschwung gleich nehmen. Jetzt aber. Ui. Yes. Nice. Emotionale Ausbrüche bedürfen mehr als 1,6 Volt. Das wissen wir jetzt. Entspannen wir uns also. Wir finden schon noch raus, was zum Teufel hier los ist. Aber in Ruhe. So, hier gibt es wieder ein kleines Easter Egg. Ich weiß nicht, ob das einen Erfolg gibt. Könnte sein, hier im Portal hinschießen. Dann hier rechts im Portal hinschießen und dann gucken. Oh, guck mal, was haben wir denn hier? Die sieht aus wie wir. If you've seen an orange jumpsuit, hit the red button. Hahaha. Und wir haben ein Orange Jumpsuit an oder ein orangen Overall, sagen wir mal so. Die Leute dort auf dem Foto kommen mir irgendwie bekannt vor. Die rechts, das links ist Cave Johnson und die rechts wird dann wohl die liebe Assistentin von ihm sein. Und wie gesagt, 60 Dollar, du kannst dir eine Yacht holen, du kannst hier alles holen, du bist Millionär mit 60 Dollar. Das musst du dir merken. Deswegen sind auch alle YouTube-Partner Millionäre. Genau, das wäre es jetzt auch noch. So, wo sind wir jetzt? Neuer Testbereich. Okay, den lösen wir noch schnell, den Test. Und dann mache ich für heute mal Feierabend. Wie könnte der denn ablaufen? Vielleicht hier so? Lass mal gucken. Flup, 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 okay. Aber ich glaube, da war vorher was mit dem Gel. Das kommt zuerst so. Machen wir mal so, wie ich denke, dass es vielleicht funktionieren könnte. Das kommt zuerst, siehst du? Weil sonst springt es ja nur die ganze Zeit und das ist ja kacke. So. Dann kommt als nächstes das andere Gel drauf. Meinst du, das kommt dahin? Puh. Das ist die Frage. Hm. Ja. Springen und laufen ist angesagt hier auf jeden Fall. Aber ich glaube, der überschreibt wieder alles, ne? BTF? Nein, da wollte ich auch gar nicht, Idiot. Flup, flup, flup. Nee. Genau in die falsche Richtung. Okay. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Dann hoffe ich, euch haben heute dieser. Drei Parts habe ich heute aufgenommen, ne? Boah, zu viel. Gut, ich hoffe, euch hat es heute gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ah, ne, zwei Parts habe ich aufgenommen, ich Idiot. Und ja, bis dahin, haut rein, Leute, und ciao.